Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und vor allem herzlich willkommen hier in der Runde zu unserem zweiten Online-Talk Lehramt an der RUB. Diesmal zum Thema Feedback, Kultur im digitalen Raum. Wir haben uns nach dem ersten Online-Talk vor einigen Wochen ja über die Diskussion Gedanken gemacht und überlegt, was vielleicht ein vertiefendes Thema sein könnte, um diese Ja, um uns weiter damit auseinanderzusetzen, wie sich das Online-Semester für uns auswirkt und wie wir, jetzt muss ich einmal kurz hier die Mails ausmachen, und was uns, sagen wir mal, jenseits der Lehre und dem, was uns sozusagen ganz konkret in den einzelnen Veranstaltungen betrifft, im Rahmen des Online-Semesters bewegt. Und wir freuen uns sehr, dass wir einen zweiten Talk zusammenbekommen haben, der wieder dem Prinzip folgt, dass wir hier Studierende und Dozierende miteinander ins Gespräch bringen wollen. Das ist ein Grundprinzip dieses Talks und es hat sich gezeigt, dass es sehr ertragreich und sehr interessant ist. Und daher freue ich mich, eine Runde hier begrüßen zu dürfen. Einmal, das ist jetzt immer schwer, zu meiner Rechten, zu meiner Linken zu sagen. Also hier links oben bei mir im Bild freue ich mich, Nadine Ponto begrüßen zu dürfen, Studentin im Master of Education mit den Fächern Englisch und Französisch, die sich ganz stilecht aus Burgund zu uns zuschaltet. Links unten freue ich mich, Frau Dr. Kirsten Bubenzer, Oberstudienrätin im Institut für Erziehungswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten freue ich mich, Lisa Fullert hier in der Runde begrüßen zu dürfen, Bachelorstudentin mit der festen Absicht, Lehramt weiter zu studieren im Master of Education mit den Fächern Anglistik und SOWI, dann wahrscheinlich PWG, wie das hier bei uns heißt. Und zu guter Letzt Frau Professor Dr. Katrin Rolker, Inhaberin des Lehrstuhls für Mathematikdidaktik, komplettiert diese Runde. Und wir haben noch einen Kollegen im Back Office quasi, Matthias Koschrewer, der hier für die Technik verantwortlich ist. Und ich freue mich auch, den Kollegen Marco Grüsker hier in der Runde wiederzufinden, der uns dabei hilft, den Chat zu beobachten. Und damit bin ich, glaube ich, auch beim Stichwort noch einmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie können sich gerne, und wir freuen uns sehr, wenn Sie sich beteiligen und über den Chat Nachrichten schreiben, Fragen schreiben, Anregungen, Anmerkungen. Marco ist dafür zuständig, diese fortlaufend zu beobachten und wir werden bei passender Gelegenheit immer wieder auf diesen Chat zurückgreifen und auf Ihre Anregungen und Anmerkungen eingehen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nee, Kolleginnen in diesem Fall, ich möchte die Runde beginnen, indem ich jedem von euch einen kurzen Satzanfang präsentiere, der irgendwas mit Feedback-Kultur zu tun hat, und damit so einmal die Runde starten, und einen ersten, ja, sagen wir, Problem- oder Themenaufriss, zu ermöglichen. Lisa, ich darf mit dir anfangen, hoffentlich. Gerne. Feedback bedeutet in diesem Semester für mich, Viel Arbeit, auf allen Seiten, sowohl auf der Seite der Studierenden untereinander und auch auf der Seite der Dozierenden, auch untereinander und den Studierenden gegenüber. Katrin, Eindrücke von den Studierenden erhalte ich über? Oh, sehr spärlich tatsächlich nur. Ich habe ja ganz zu Beginn, als ich meine erste Vorlesungsaufzeichnung online gestellt habe, habe ich gedacht, so, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann ist gar nichts passiert. Und ja, von daher gesehen gibt es natürlich dann schon Möglichkeiten, das auch gezielt einzufordern und auch anzuregen. Das ist vielleicht was, was wir dann später nochmal genauer besprechen können. Aber das ist so mein Eindruck, dass an vielen Stellen mir das sehr fehlt. Einfach dieses unmittelbare Feedback, was auch mal so zwischen Tür und Angel passiert und dass vieles einfach so viel bewusster geschehen muss, was ja, dass man das viel gezielter einfach anregen und auf den Weg bringen muss. Dankeschön. Nadine, Rückmeldung gebe ich meinen DozentInnen über.
Einerseits natürlich über die Präsenzsitzungen, würde ich sagen, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es über die Plattform Moodle manchmal zum Glück die Möglichkeit gibt, da auch nochmal per Kommentarfunktion ein bisschen Feedback zu geben, tatsächlich auch. Muss aber auch so ehrlich sein, dass das gar nicht unbedingt in jedem Seminar auch der Fall ist, weil man sich natürlich als Studi nicht so weit irgendwie aus dem Fenster lehnen möchte, weil man ja auch weiß, dass das für alle eine schwierige Situation ist. Und deswegen macht man das in der Regel eher dann, wenn man auch den Raum dazu bekommt von Dozentenseite. Dankeschön. Und zu guter Letzt, Kirsten, als Feedback würde ich mir wünschen, erstens noch mehr Rückmeldungen zu dem, was gut läuft oder nicht gut läuft in den asynchronen und auch synchronen Seminarsitzungen. Ja, erstmal soweit. Ja, vielen Dank. Ich gehe noch mal ganz kurz an den Anfang von Lisas Anmerkung zurück, die nach einem tiefen Ausatmen gesagt hat, Feedback ist viel Arbeit auf beiden Seiten. Und ich hatte auch das Gefühl, Katrin, dass deine Einlassung auch ein bisschen in diese Richtung geht, so ein bisschen im Sinne ganz wichtig, aber ganz schwierig oder sehr aufwendig. Anders auch als in normalen Semestern, in Präsenzsemestern. Ist das eine Frage an alle jetzt? Das dürfen sich gerne alle beteiligen. Mir ist das aufgefallen, dass ich das so ein bisschen korrespondierte, weil eure Fragen waren ja auch ein bisschen anders gelagert, aber ich hatte das Gefühl, dass auf beiden Seiten, Katrin für die dozierenden Professorinnenseite und Lisa aus den Studierendenreihe, so in die gleiche Richtung irgendwie, es ist schwer, es ist ein offensichtlich ein hartes Brett. Wie schätzt ihr das ein? Ich glaube, dass die Schriftlichkeit sehr viel Aufwand erzeugt, auch manchmal mehr, als ich mir das gedacht habe bei der Planung. Also wenn man von Studierenden, also ist ja nicht nur ein Feedback, ist ja nicht nur, wenn man eine Rückmeldung zur Seminargestaltung bekommt, sondern ein Feedback ist ja auch, wenn Studierende an was arbeiten und Produkte erzeugen. Das ist ja auch ein Feedback zur Aufgabenstellung, zu Themen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass diese Schriftlichkeit sehr viel Aufwand erzeugt auf beiden Seiten, ne? Also da sind in meinen Seminaren sind da riesen Textmengen entstanden, für die ich lange brauche, um die zu lesen und auszuwerten und wieder zu verdichten. Und ich habe das Gefühl, dass ich damit auch Stress auf Seiten der Studierenden erzeugt habe, den ich so gar nicht antizipiert habe, ehrlich gesagt. Ne? Weil im Seminar machen einige dann eine knappe Äußerung und dann kommt man in die Diskussion. Das ist alles überschaubar. Aber die Schriftlichkeit erzeugt da, glaube ich, habe ich den Eindruck, auf Studierendenseiten andere Erwartungen, was man da leisten muss. Großes Nicken. Ja. Ich würde da ganz gerne direkt anknüpfen. Ja, gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass es in diesem Semester so ein ganz schmaler Grat irgendwie ist, auf dem man wandert zwischen sich Feedback einholen und das auch müssen, weil Studierende sich sonst vielleicht auch einfach nicht trauen, weil manche vielleicht auch Dozierende haben in diesem Semester, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben, von dem sie gar nicht wissen, wer da jetzt irgendwie hintersteckt. Und dann auch eben die Studierenden nicht zu überlasten mit dem Feedback, was eingeholt werden soll. Das finde ich relativ schwierig und ich glaube, das ist besonders schwierig, wenn Veranstaltungen nur asynchron stattfinden, weil man eben nicht dieses direkte Feedback bekommen kann. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, zwischendurch mal synchrone Inhalte einzuschieben, auch wenn man irgendwie vor allem asynchron das Seminar oder die Veranstaltung gestalten will, damit man eben die Möglichkeit hat, dieses direkte Feedback zu bekommen und damit die Studierenden auch irgendwie eine Nähe zu dem Dozierenden aufbauen, den sie dann feedbacken sollen. Ja, tatsächlich habe ich das so in einer meiner Vorlesungen, das hat sich so ergeben, dass das immer Blöcke waren von 3 asynchronen Veranstaltungen und dann folgte immer eine synchrone. Und ich habe mich total gefreut, als ich die Studierenden mal gesehen habe und tatsächlich auch so ein bisschen in den Gesichtern ablesen konnte, was so in denen vorgeht. Und
das ist das, was ich so meine, dass mir dieses unmittelbare Feedback einfach fehlt. Dass ich in den Gesichtern manchmal schon auch Fragezeichen erkennen kann und dann einfach direkt merke, oh, da muss jetzt nochmal was passieren. Genau. Das ist natürlich nicht so, dass ich das beabsichtige, in meinen Veranstaltungen möglichst viele Fragezeichen auf den Gesichtern der Studierenden zu erzeugen. Aber das hilft mir unglaublich, ganz direkt zu wissen, muss da jetzt nochmal eine Erläuterung kommen, muss da vielleicht nochmal vielleicht auch jemand von den Studierenden einfach ganz schnell sagen können, da brauche ich nochmal ein Beispiel zu oder das müsste nochmal irgendwie konkreter werden. Und für mich waren die Synchronveranstaltungen, die Teile einfach eine ganz große Erleichterung, einfach um da viel, viel direkter in den Kontakt zu kommen mit den Studierenden. Also ich finde, ich würde das absolut unterstützen. Man merkt einfach, dass Lehre eine Sozialität braucht und dass Lehre was anderes ist eigentlich, als Materialien hochzuladen und dann auch Ergebnisse zu sichern. Ne? Ich würde das genauso unterstützen. Ja, ich denke, das ist auch von Studierendenseite absolut zu unterstützen, dass eben doch irgendwie die Lehre nicht nur darauf basieren kann, dass es komplett asynchron läuft. Und man könnte natürlich auch darüber nachdenken, gerade auch mit Blick auf das kommende Semester, was wir jetzt aus diesem Semester an der Erfahrung auch nochmal lernen können. Mhm. Und wir hatten uns so ein bisschen schon im Vorhinein ausgetauscht darüber, welche Erfahrungen denn jetzt aus Studierendensicht eigentlich jetzt positive waren in diesem Semester. Und wir waren uns eigentlich sehr, sehr einig darüber, dass synchrone Elemente in der Lehre auf jeden Fall unerlässlich sind, auch wenn natürlich bestimmte Formate wie beispielsweise gerade Vorlesungen ja sich geradezu anbieten, die auch asynchron zu gestalten, dass aber trotzdem vielleicht immer irgendwo auch ein synchrones Element mit dabei ist, damit man einfach immer noch merkt, dass man es noch mit Menschen zu tun hat und nicht einfach nur mit irgendwie einem bloßen Namen und dass man eben auch diese Konstellation dazu nutzen kann, auch nochmal Fragen zu stellen und sich einzubringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf Dozierendenseite dann vielleicht auch schön ist, so den Rücklauf einfach nochmal zu haben, damit man halt auch merkt, dass das Ganze auch durchaus Abnehmer findet. Ja, das war so ein bisschen das, was ich vorhin damit meinte, als ich die erste Vorlesungsaufzeichnung hochgeladen habe und dann so gar nichts passierte. Also das ist schon ein komisches Gefühl, tatsächlich dann gar nicht zu wissen, wie kommt denn das an. Es kamen dann eher schon mal Rückmeldungen auf technischer Ebene. Dann gab es immer mal so Fälle, dass irgendwie eine Folie dann nicht besprochen war, dass der Ton nicht da war. Dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie scheinen die Studierenden was damit zu machen. Aber es kam halt wenig Inhaltliches. Und das ist tatsächlich das, was ich dann in den synchronen Veranstaltungen wirklich gut machen kann. Also vorher aufzufordern, tatsächlich inhaltliche Fragen zu stellen und auch so, da hatten wir ja gerade schon so ein bisschen was, dass das für die Studierenden oft aufwendig ist, die Aufgaben, die wir so stellen, zu beantworten. Und da eben dann aber schon auch ein Feedback zu den Aufgabenbearbeitungen geben zu können, ohne dass ich jetzt individuell tatsächlich alle Antworten durchgehe, die manchmal eben schon viel Text mit sich bringen, sondern dann mehr so eine Zusammenschau mache und so ein bisschen die anderen Studierenden teilhaben lasse, was noch so an Ideen bei den anderen im Umlauf ist und ja, welche Impulse einfach noch gut genutzt werden können. Manchmal nutze ich das auch, um Kontroversen aufzumachen, die einfach ja dann Antworten, die eine gewisse Bandbreite einfach auch zeigen und dann eben eine Diskussion ermöglichen im Rahmen dieser synchronen Veranstaltung. Aber so ganz ohne könnte ich mir das tatsächlich auch nicht vorstellen und brauche das für mich einfach als Rückkopplung auch sehr. Ich finde eine Sache, die ehrlich gesagt nicht so anders ist als in anderen Semestern, ist, dass wenn man Feedback gibt, also wir haben ja jetzt zum Teil wirklich viele Studierendenprodukte gehabt, auch in den Moodle-Kursen und so, mit denen man arbeiten konnte, wo man auch Rückmeldungen geben konnte, dass man manchmal nicht weiß, was eigentlich mit dem Feedback passiert. Also ist das eigentlich, es gibt meistens nicht noch eine Schlaufe. Das ist in anderen Semestern ja auch so, wenn man, ich sage jetzt mal, zu einer
reinen Planung ein Feedback gibt, ist das aus Sicht der Studierenden plausibel oder finden die das komisch oder fühlen sie sich missverstanden? Also das heißt, manchmal gibt es dann, müsste man eigentlich noch eine weitere Schlaufe einbinden, die es häufig nicht gibt. Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ob die Verarbeitung der Studierendenergebnisse, die ich dann nochmal einbinde, ob sich das überhaupt jemand anguckt oder nicht. Ich weiß das nicht. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber ich weiß gar nicht, ob das den Studierenden was bringt. Ich meine das jetzt nicht als Kritik der Studierenden, aber ich weiß gar nicht, ob das was bringt und ob das sich jemand anguckt. Das ist auch ein komisches Gefühl. Das ist ähnlich wie bei der Lehre insgesamt, nur nochmal jetzt konkret bezogen aufs Feedback. Ja. Ich glaube, das geht den Studierenden umgekehrt manchmal genauso, dass sie sich auch nicht ganz sicher sind, ob die vielen Abgaben, Paper, Essays, was auch immer, auch angeguckt werden, weil so wie ich euch, Nadine und Lisa, auch in den Vorgesprächen und auch in vielen anderen Gelegenheiten mit Studierenden ja mitbekommen habe, dass so das Gefühl ist, es geht so ins Off, so irgendwo ist das dann. Und manchmal hört man leider halt auch gar nichts. Und das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich die frustrierendste Variante, weil es dann im Prinzip so ein bisschen, ja, so ein Gefühl für die Schublade oder für den Dateiordner der Dozierenden produziert wird. Und das ist sicherlich eine Sache, da sind wir uns, glaube ich, einig, darüber wollen wir hinweg. Jenseits davon. Ich habe jetzt in der Beobachtung, Marco, gerne, Entschuldigung. Aus dem Chat wird gefragt, ob Peer-Feedback nicht eine Möglichkeit wäre, die Feedback-Situation natürlicher zu gestalten. Mhm. Da können die Studentinnen ja auch was zu sagen. Also ehrlich gesagt, finde ich Peer-Feedback als einen Aspekt sinnvoll, aber ich finde, man kann jetzt nicht das ganze Feedback auf die Peers verlagern. Das finde ich jetzt auch merkwürdig, ehrlich gesagt. Wie schätzt ihr das ein, Lisa und Nadine? Also ich denke, dass das Peer-Feedback auf jeden Fall in vielen Zusammenhängen sehr hilfreich sein kann. Es kommt natürlich dann immer auf die Inhalte drauf an, wenn es jetzt zufällig eben auch Inhalte sind, die vielleicht sehr, sehr schwierig zu erarbeiten sind, ist es vielleicht auch umso schwieriger, wirklich fundiertes Feedback jetzt aus Studentenperspektive zu geben, wenn man sich beispielsweise zum ersten Mal mit einem Gegenstand auseinandersetzt und selber erstmal das Wissen und auch den Weitblick haben muss, um dann wirklich auch gutes und konstruktives Feedback geben zu können. In anderen Zusammenhängen, wenn es jetzt beispielsweise gerade auch im Lehramtsstudium vielleicht um eine Stundenplanung oder so etwas geht, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da sehr viel gewinnbringendes Feedback auch nochmal zurückkommen kann von den Studierenden, weil ja sozusagen dadurch, dass man ja auch aus der gleichen Fachrichtung ist, da ja auch, würde ich sagen, ein gewisses Maß an Expertise und auch an Erfahrung vielleicht auch noch teilweise aus der eigenen Schulzeit, teilweise vielleicht aber auch aus Praxisphasen vorhanden ist. Von daher würde ich ja so ein bisschen die Empfehlung aussprechen, zu überlegen, in welchen Kontexten das wirklich sinnvoll ist und das dann auch zu nutzen, da wo es sinnvoll ist. Ja. Aus eigener Erfahrung in diesem Semester kann ich auch einfach sagen, dass so ein Overload an Peer-Feedback auch irgendwie nur dazu führt, dass auch die Studierenden sich dann irgendwie die Inhalte nicht mehr richtig vornehmen können, weil sie selber ja einmal auch das produzieren mussten, was dann wieder gefeedbackt wird und dann auch noch eben relativ viel lesen müssen, was man dann ja wirklich auch vernünftig feedbacken möchte. Und das führt einfach zu einem unglaublich hohen Workload dann auch auf der Studierendenseite. Ich denke, dass das durchaus sinnvoll ist, das in Veranstaltungen ab und an mal einzubringen, aber das sollte irgendwie nicht zum dauerhaften Feedback-System werden. Ab wann ist denn so ein Overload erreicht? Ist das gut zu sagen, oder? Also jetzt in dem Beispiel, das ich dieses Semester hatte, da waren es 3 Abgaben die Woche, die selbst geleistet werden mussten und die dann auch wiederum von anderen Leuten gefeedbackt werden mussten. Also 3 Abgaben selbst leisten plus 3 Abgaben feedbacken, die waren ungefähr immer
um eine Seite lang, aber bis man die drei Abgaben, die man selbst produziert hat, dann erstmal produziert hat und sich die anderen dann noch durchzulesen und die zu feedbacken, da war man schon immer einen halben Tag nur mit der einen Veranstaltung beschäftigt oder auch einen ganzen. Also das nimmt schon relativ viel Zeit in Anspruch und man hat nach der zweiten, dritten Semesterwoche gemerkt, dass die Qualität des Feedbacks auch nachgelassen hat, dass die Leute sich auch wirklich nicht mehr richtig die Sachen durchgelesen haben. Ich beobachte gerade so zwei Punkte, die mir auffallen in der Diskussion, dass wir einmal zwei verschiedene Dimensionen von Feedback, habe ich den Eindruck, einmal geht es um inhaltlich und fachliches Feedback, das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, Lisa, was du, Kirsten, jetzt an einigen Stellen stark gemacht hast, aber es hat auch immer so ein bisschen was von so einem emotionalen, atmosphärischen Feedback irgendwie, also die Fragezeichen, Katrin, die du nicht gewollt, aber vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle auf den Köpfen der Studierenden erzeugt hast, die man dann sieht, wenn man im synchronen Raum oder halt wirklich real ist und bei anderen ja auch oder auch Studierende ja auch irgendwie merken, ja, wie werden meine Kommentare, wie werden meine Beiträge im Seminar wahrgenommen, wie nehmen meine Kommilitonen es auch wahr? Wie ist eine Stimmung? Also das sind für mich so zwei Ebenen von Feedback. Ich glaube, die kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Ist weder das eine, das andere noch wichtiger. Aber vielleicht die Frage an euch alle, erfordern sie unterschiedliche Modalitäten? Weil das ist das Zweite, was mir aufgefallen ist, gerade bei dem, was du sagtest, Lisa. Es geht darum, dass man ja auch Feedback lernt. Also man kann es natürlich einfordern und beim Peer-to-Peer-Feedback ist es ja auch immer so die Frage, ja, kann man das sozusagen als Arbeitsmodus feedbacken, dass es ja auch mal eine konstruktive Komponente mit dabei haben sollte, dass man auch sich darüber verständigt, was wird hier gefeedbackt. Ich kann mich noch an so Tutorien vor einigen Jahren erinnern, wo dann immer gesagt wurde, dass man das natürlich immer mit diesen Ich-Botschaften und wie auch immer, das ist ja eher so eine emotionale Geschichte, aber inhaltliches Feedback auf die Arbeitsergebnisse anderer Studierenden hinzu oder auch auf Fehler, auf Mängel hinzuweisen, ist auch nicht alltäglich, glaube ich. Das macht man eigentlich unter Studierenden nicht üblicherweise nach meiner Wahrnehmung. Ja, das macht man ja vor allem unter Studierenden dann auch eher, wenn konkret nach Feedback gefragt ist, ja. Zum Beispiel zu bestimmten Abgaben oder sowas, wo man sich genau. Ja schon auch irgendwie darauf vorbereitet, dass dann da auch einiges an Negativfeedback kommen kann. Bei so einer Abgabe, die man hochlädt, die dann ja mehr oder weniger trotzdem irgendwie anonym gefeedbackt wird, weil meistens kennt man die Leute dann ja auch nicht, die da mit einem in dem Kurs sind, ist dann schon irgendwie nochmal was anderes und auch die Hemmschwelle, überhaupt etwas Negatives anzumerken, ist relativ hoch. Also selbst Texte, die ich gelesen habe, bei denen ich die Rechtschreibung und Grammatik wirklich grauenhaft finde, haben doch noch ein relativ gutes Feedback bekommen, einfach weil die Hemmschwelle so groß ist, jemanden anonym negativ zu feedbacken. Vor allem dann irgendwie im Internet, das hat so einen ganz schlechten Beigeschmack. Ja, und da finde ich, ist es tatsächlich viel schwieriger, wenn alles schriftlich kommt. Weil ein schriftliches Feedback, wo ich dann irgendwie so eine Liste an Negativeigenschaften eines Textes aufliste oder so, hat einen ganz anderen Charakter, als wenn man im Seminar darüber spricht. Und insgesamt finde ich ehrlich gesagt, dass aus meiner Sicht gilt das für uns als Lehrende wie auch für Studierende. Wir müssen doch eine vernünftige Fehlerkultur pflegen und auch bereit sein, auf beiden Seiten eben zu lernen aus Fehlern. Sonst weiß ich nicht, was wir da genau machen. Ne? Also ich würde sagen, aus jedem Seminar lerne ich doch und in jedem Seminar, auch in jeder Sitzung, mache ich wahrscheinlich Fehler. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir auf beiden Seiten ja, eine Offenheit, hat auch eine Kommilitonin im Chat geschrieben, eine Offenheit gegenüber Feedback und auch Fehlern haben. Da kommt es aus meiner Sicht ganz entscheidend auf die Kommunikationsform an, also dann auch tatsächlich auf Formulierung und auch auf konstruktive Perspektiven. Also dass nicht immer nur ich sage so, das ist falsch und das ist nicht richtig und das ist nicht präzise, sondern auch, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und das würde ich mir halt umgekehrt genauso wünschen und ich erlebe Studierende auch überwiegend so, dass das funktioniert. Also dass, wenn ich sage, die Sitzung ist jetzt nicht gut gelaufen, das muss ich nochmal überdenken, dass dann auch tatsächlich hilfreiche Hinweise kommen. So erlebe ich das überwiegend.
Darf ich fragen, wie Sie Ihre Seminare gestalten? Also sind die vorwiegend asynchron oder eher synchron? Ja, da wollte ich eben noch was zu sagen. Das fand ich tatsächlich vor Beginn des Semesters ein bisschen schwierig in der Kommunikation, weil uns eigentlich gesagt worden ist, dass eigentlich synchrone Seminare sehr problematisch seien aus verschiedenen Gründen und wir sollen asynchrone Formate wählen und wir sollten eigentlich von Anbeginn an auch den Studierenden Sicherheit geben, dass es dabei bleibt. Und genau so habe ich das gemacht und finde das fand das ganz schwierig. Das war aus meiner Sicht sehr viel mehr Arbeit auch nochmal als synchrone Veranstaltung. Ich konnte aber die Argumente durchaus auch nachvollziehen. Ne? Also was weiß ich, mangelnde technische Ausstattung, terminliche Schwierigkeiten und weiß ich nicht was. Aber ich würde es so, glaube ich, nicht wiederholen, ehrlich gesagt. Ja. Ich hatte das tatsächlich ein bisschen weicher ausgelegt und gedacht, dass die überwiegend asynchron zwar stattfinden sollen und hatte dann vielleicht einfach auch ja, diesen Zwischenweg für mich gefunden, mit dem ich gut so dann auch umgehen konnte. Und habe tatsächlich auch im Vorfeld ein bisschen erfragt, wie die Situation der Studierenden ist und wie sich das gestaltet. Also ob das möglich ist, tatsächlich teilzunehmen und wie so die technischen Gegebenheiten sind. Ja, und habe das aber an der Stelle vielleicht ein bisschen großzügiger für mich ausgelegt und glaube, dass ja, ich einfach auch das deutlich schwieriger gefunden hätte. Für mich war das eine große Erleichterung in dem Moment, wo einfach diese asynchrone Zeit vorbei war und ich einfach mal sehen konnte, was so, ja, oder direkt auch erfragen konnte, was tatsächlich so mit den Studierenden passiert in den Veranstaltungen oder in dem, wie das Material dann dargeboten wird. Fand ich das einfach ganz, ja, ganz passend und ganz angebracht und trotzdem nicht zu sagen, wir machen jetzt jede Woche, findet alles synchron statt, so als wenn es einmal in der Woche die Vorlesung in Präsenz geben würde, ja, sondern ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Ja, da würde ich auch total gerne mal einhaken, denn ich finde das total gut, erstmal von den Studierenden ausgehend, sich zu überlegen, wie denn vielleicht das Seminar am besten gestaltet werden kann. Und würde da tatsächlich auch total für werben, dass diese Offenheit und auch diese Flexibilität vielleicht auch in Zukunft mehr Einzug hält in die Kultur der RUB im Allgemeinen. Denn ich glaube, was wir in diesem Semester doch stark gelernt haben auf beiden Seiten, ist, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und alle daran interessiert sind, dass das Semester etwas Konstruktives, Produktives wird, aus dem alle mit einem Wissenszuwachs rausgehen. Und deswegen ist das, denke ich, total gut, wenn wir das irgendwie beibehalten als Geisteshaltung einerseits und andererseits vielleicht auch, dass man das ganze Evaluationssystem, wie es bis dato bestanden hat, dass man eine Veranstaltung immer erst am Ende evaluiert und Dozierende immer erst am Ende darüber so richtig schwarz auf weiß durch diese EFASYS-Bögen Bescheid bekommen, wie lief es denn eigentlich in der Veranstaltung. Dass das vielleicht eigentlich ein bisschen zu spät kommt und man das vielleicht in Zukunft schon nach den ersten 4 Sitzungen nochmal erfragen sollte. Läuft das gut so? Passt das Format? Braucht vielleicht doch der ein oder andere Studierende mehr Unterstützung oder mehr Flexibilität an der einen oder anderen Stelle. Genau, und deswegen würde ich da auf jeden Fall für plädieren, dass wir das vielleicht so als Lehre aus dieser Zeit mit rausnehmen können. Es ist natürlich die Frage, was das heißt. Ne? Also heißt jetzt Flexibilität, dass wir dauerhaft mal online, mal nicht online machen? Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich verstehen kann, dass es solche Vorstellung gibt, aber dass ich es mir nicht wünsche, das muss ich persönlich schon sagen. Ich finde es echt schwierig, diese Form der Lehre. Technisch kann man das alles umsetzen, aber die Frage ist halt, ob das wünschbar ist. Also wäre jetzt meine Frage, was heißt das, so eine Flexibilität zu haben? Feedbackkultur würde ich sagen, ja, das muss man auch im Seminarverlauf einbinden, wobei da auch die Frage ist, wie man dann eine Feedbackkultur für die Seminargestaltung installieren kann, wo man ehrliche Rückmeldungen kriegt, weil ich finde, dass die Rückmeldungen sind für mein Gefühl manchmal
viel zu positiv im Verhältnis zu dem von mir empfundenen Seminarverlauf. Das kann ja irgendwie nicht sein, ne? Und ich denke, da müssen wir auch noch mal überlegen, welche Formate es da gibt, sodass da wirklich was Konstruktives bei rauskommt und wir die Studierendeninteressen dann wirklich benannt bekommen und das entsprechend einbinden können. Ja, absolut. Also vielleicht noch mal kurz in Bezug auf die Flexibilität. Die meinte ich jetzt eher im Kontext dessen, dass man eben diese Rückmeldung der Studierenden auch erstmal annimmt und dann generell Flexibilität da ist, dann noch Anpassungen vorzunehmen. Ja, okay. Genau, darauf zielte das Ganze sozusagen ab. Aber ich denke, also auch von Studierendenseite sind wir uns sehr, sehr einig, dass wir nicht auf Dauer ein Online-Format fahren möchten. Umgekehrt könnte man natürlich aber auch sagen, das ein oder andere hat sich vielleicht dann doch nochmal bewährt, auch im Online-Format und könnte vielleicht als eine Art Zusatzangebot nochmal denkbar sein. Genau, der Wunsch ist ja, ja schon irgendwie auch auf Seiten der Studierenden natürlich wieder zur Präsenzlehre zurückzukehren. Natürlich kann man, wie Nadine gerade schon gesagt hat, einiges bestimmt aus den Online-Semestern mitnehmen. Nur jetzt haben wir ja gerade auch im nächsten Semester erstmal wieder noch ein Online-Semester vor uns, zumindest zu größten Teilen, mit dem wir uns dann auch irgendwie noch beschäftigen müssen und für das wir auch irgendwie einen guten Weg finden müssen, um damit Feedback nochmal in einem digitalen Semester umzugehen. Das ist ja immer der Punkt, wo mir sich so bei mir so leicht die Nackenhaare aufstellen, wenn man im Prinzip darauf verweist, dass die Welt vielleicht irgendwann wieder so ist, wie sie vorher war und man endlich wieder zu der wundervollen Präsenzlehre, wie wir sie die letzten Jahre kultiviert haben, zurückkehren kann. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch oder möchte das gerne mal hier in die Runde einwerfen. Werden wir vielleicht, und ich habe das bei dir auch gehört, oder vielleicht interpretiere ich es rein, Nadine, werden wir vielleicht auch auf bestimmte Punkte verwiesen, über die wir uns so oder so, auch unabhängig von der Online-Lehre, einfach Gedanken machen sollten. Also ich habe gerade eine Strichliste geführt. In den letzten 7, 8 Minuten ist der Begriff Kultur 6-mal von euch genannt worden. Feedback-Kultur, wenn ich den Chat dazu zähle, kommen wir auf über 10 Nennungen. Es hat also offensichtlich irgendwas mit Kultur zu tun. Meine persönliche Einschätzung ist ja, dass wir sehr stark, also dass wir eine Veränderung erfahren, die nicht komplett wieder zurückgedreht wird. Und ich glaube, das, was du auch sagtest, Nadine, werden wir uns mit bestimmten Formaten weiter auseinandersetzen müssen. Wie ist da eure Einschätzung? Also erleben wir sozusagen einen Kulturwandel oder werden wir gerade eigentlich auf etwas verwiesen, was vorher auch schon eigentlich Thema war, nur vielleicht nicht so klar artikuliert wurde, nicht so offensichtlich geworden ist, weil wir jetzt quasi in andere Formate verwiesen werden, wo uns bestimmte Dinge mehr auffallen als vorher. Andersrum gefragt, hätte man diese Diskussion auch vor einem Jahr nicht schon führen können? Und was bedeutet das sozusagen für unser Verhältnis auch zu Feedback? Ich habe hier gerade im Chat diesen wunderbaren Begriff Feed Forward gelesen, den ich noch nicht kannte. Wie schätzt ihr das ein? Also wo bewegen wir uns quasi? Auf welcher Ebene ist die Diskussion dahingehend? Also ehrlich gesagt, für mich hat die Feedback-Thematik nicht zwingend was mit Online-Semester oder nicht Online-Semester zu tun. Für mich ist Feedback von beiden Seiten ausgehend ein zentraler Bestandteil der Lehre. Dass das mal weniger und mal besser gelingt, das ist jetzt eine andere Frage, aber ich würde sagen, es wird ein, oder sagen wir mal, die jetzigen Bedingungen machen manche Art der Kommunikation schwieriger und aufwendiger und sie wird noch nötiger, ne? Weil vor allen Dingen in asynchronen Formaten, aber ich würde sagen, ohne Feedback geht doch Lehre eigentlich nicht. Das finde ich ganz interessant, da würde ich ganz gerne anknüpfen.
weil wir uns ja jetzt irgendwie die ganze Zeit in einem Raum bewegt haben, in dem Dozierende sich auch Feedback aktiv von Studierenden einholen, sowohl irgendwie in der Präsenzlehre als auch in digitalen Semestern, obwohl uns auch oft jetzt Erfahrungen erreicht haben, bei denen das eben nicht der Fall ist, bei denen Dozierende sich kein Feedback aktiv eingeholt haben, auch irgendwie keinerlei sonstigen wirklichen Kontakt zu den Studierenden hergestellt haben, weswegen natürlich dann die Studierenden sich auch erstmal so ein bisschen sträuben, überhaupt Feedback zu geben, und das dann teilweise, wenn das gegeben wurde, natürlich dann eher negatives Feedback war, einfach weil man dann die Notwendigkeit des Feedbacks als höher eingestuft hat und das dann auch teilweise wirklich nicht gut angenommen wurde auf Dozierendenseite. Das sind dann natürlich so ein bisschen Ausnahmefälle, aber ich glaube, gerade in jetzt dem digitalen Semester wird das irgendwie nochmal deutlich, weil wenn man dann so negatives Feedback irgendwie schriftlich nochmal kommuniziert hat und das dann auch negativ Rückfeedback bekommt, dann ist das natürlich nochmal viel präsenter als jetzt im Präsenzsemester. Grundsätzlich. Entschuldigung, Katrin. Grundsätzlich sehe ich das genauso, dass, so wie Kirsten Bubenzer das gerade gesagt hat, dass das für mich kein Thema ist, Feedback, was jetzt ausschließlich an die digitale Lehre geknüpft ist. Ich sehe das eher, dass sich das verlagert. Es stellen andere Fragen oder es stellen. Ich habe zum Beispiel sonst in meinen Veranstaltungen gar nicht so oft den Fall, dass ich schriftliche Aufgaben stelle, zu denen ich schriftliche Antworten auch haben möchte. Und dann stellt sich für mich auch nicht die Frage, wie ich ein Feedback dazu gebe, in welcher Form ich das mache. Also ich habe mir ganz andere Fragen gestellt, weil natürlich mein Veranstaltungsformat jetzt einfach ganz anders war. Und an anderen Stellen ist das so, dass ich schon das Gefühl habe, dass in der Präsenzlehre einfach in dem Moment, wo ich in den Raum komme und meine Sachen ausräume und die Technik vorbereite oder auch nach der Veranstaltung, wenn ich alles wieder zusammenräume, es vergeht kaum irgendeine Veranstaltung, dass nicht irgendjemand mal nach vorne kommt oder aus der Reihe schon irgendwas fragt und wir irgendwie ins Gespräch kommen. Und das sind so diese unmittelbaren und direkten Dinge, die einfach jetzt nicht möglich sind und die, wo ich immer so überlege, wie kann man das hinkriegen? Das kann man natürlich nicht einfach so nachstellen. Das funktioniert einfach nicht. Also deshalb finde ich, dass wir jetzt an uns ein paar andere Fragen einfach stellen müssen und gar nicht alles so eins zu eins übertragen können, aber das Feedback einfach uns ja, egal in welcher Form wir Lehre durchführen, immer begleitet. Nadine, ja, du hast absolut. Das Mikro ausgestellt. Genau. Jetzt ist es wieder an, hoffentlich. Ja. Genau. Ja, uns ist das tatsächlich auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch so ein bisschen aufgefallen, als wir so ein bisschen einen Schritt mal zurück gemacht haben und das Ganze mal aus der Vogelperspektive betrachtet haben, dass es so ein Format wie den Online-Talk ja auch vorher noch nie gegeben hat. Ob er jetzt online stattfindet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber an sich, dass einfach diese Idee besteht, dass Studierende und Lehrende mal zusammenkommen, um sich einfach nur über Lehre zu unterhalten. Ich habe das in meiner Universitätskarriere noch nicht mitbekommen, dass es so ein Format mal gegeben hätte. Und dann auch noch interdisziplinär, was wahrscheinlich auch immer noch mal ein bisschen gewinnbringender ist als immer nur im eigenen Fach. Und das wäre von unserer Seite auf jeden Fall wünschenswert, das aufrechtzuerhalten, weil es eben, glaube ich, zum einen das Verständnis auf beiden Seiten noch mal viel mehr verstärkt und andererseits vielleicht aber auch einfach Ideen dadurch entstehen, wie man Lehre noch gewinnbringender machen kann für alle. Und ich denke, das ist auf jeden Fall unser Interesse. Und da würde ich auch ganz gerne vielleicht eine Idee ins Spiel bringen, die wir so ein bisschen von anderen Fachschaften bekommen haben, nämlich aus Bielefeld. Und zwar gibt es da das sogenannte Living Document, was einerseits von Vertretern von Lehrenden und andererseits von Studierendenvertretern jeweils verfasst wurde, als so eine Art Konsens, auf den man sich einigt in Bezug auf Lehre und Lernen und Studium.
und in Bezug einfach eben auch auf diese ja, Lernkultur und Lehrkultur. Und wir haben uns gefragt, ob das nicht vielleicht eine schöne Idee wäre, so etwas vielleicht auch, natürlich nicht in der gleichen Form, aber vielleicht in einer für uns passenden Form, vielleicht auch für die RUB anzustreben, perspektivisch. Leitbildlehre in konkretisierter Form. Ne? Die PSE hat ja ein Leitbild, wo die, wenn ich es recht entsinne, auch die Lehre eine Rolle spielt, aber quasi nochmal als Konsens und Ergebnis eines Dialoges, den man zumindest mittelfristig anstoßen sollte. Ja, finde ich eine super Idee. Ich glaube, wir sprechen, also das Leitbild Lehrerbildung heißt es ja letztendlich auch sozusagen die Prinzipien der Lehrerbildung, liegt auf einer anderen Ebene. Und das, was wir hier, glaube ich, diskutieren, und ich finde es auch sehr schön, Nadine, dass du das auch so nochmal ansprichst, dass dieses Austauschformat interdisziplinär, offen, kollegial zwischen Studierenden und Dozierenden vielleicht auch einfach fehlt. Wir haben ja auch gar keine Hierarchieverhältnisse dahingehend. Irgendjemand ist bei irgendwem mal Prüfer oder nicht Prüfer oder sowas. Das ist vielleicht auch wirklich auch eine Form von Kultur, die über Dokumente verabredet, aber letztendlich, wir hatten uns ja auch über das Living in dem Dokument, also lebendes oder gelebtes Dokument letztendlich unterhalten im Vorfeld. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und schlägt dir jetzt auch so die Brücke dazu über, was heißt das für uns? Also was folgt daraus? Also jeder nimmt was mit. Ich hoffe auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Chatbeteiligten bei dem Talk und wir alle, die wir hier jetzt online sind. Aber trägt das weiter? Wie ist da auch vielleicht eure Einschätzung, Kirsten und Katrin? Was sind die Impulse, die man auch wirklich ja, kultivieren kann, um diesen Begriff nochmal zu bemühen? Ja, ich habe jetzt von der Kollegin schon gelernt, dass es eigentlich eine Möglichkeit gewesen wäre, erstmal am Anfang zu sagen, so wir legen das vielleicht etwas moderater aus, die Vorgabe, keine Synchronlehre und wir fragen die Studierenden einfach mal. Das wäre ja jetzt auch im Hinblick aufs nächste Semester, wäre das ja auch eine Möglichkeit, dass wir uns mal verständigen, wie soll es eigentlich weitergehen. Wir wissen ja auch gar nicht, wie lange der ganze Zustand noch dauert. Ne? Und das wäre ja eine Möglichkeit, dass man von Kolleginnen lernt und dass man entsprechendes Feedback von Studierenden bekommt. Wo hat es besonders gehakt in diesem Semester und was sind Lösungen? Das ist auch tatsächlich gar nicht so, dass ich die Ideen immer alle alleine habe, sondern dass ich ganz viel aber tatsächlich das vorher auch gemacht habe. Und egal, wen ich irgendwo getroffen oder gesprochen habe, immer gesagt habe, wie macht ihr das eigentlich? Und für mich gesammelt habe, welche Ideen gibt es eigentlich? Und dann gab es Varianten, die wirklich von komplett asynchron bis hin zu komplett synchron, da war irgendwie alles dabei an ganz unterschiedlichen Dingen. Und dann habe ich halt versucht, auch je nach Veranstaltung einen Weg einfach zu finden, der mir angemessen schien für die Veranstaltung. Und wir haben zum Beispiel auch in unserer Arbeitsgruppe, also in der Mathematikdidaktik-Arbeitsgruppe, sehr viel uns auch darüber ausgetauscht. Gerade am Anfang war regelmäßiger Bestandteil einfach zu gucken, wie können wir ja die Online-Lehre gestalten. Und dann der eine kam mit der Idee, die Studierenden zu fragen und zu sagen, wie sieht es denn eigentlich mit den Möglichkeiten aus? Und so kam so aus jeder Ecke immer so ein bisschen einfach dazu. Und das ist so auch mein Eindruck, dass einfach der Austausch für mich ganz wichtig war an der Stelle, auch um ja überhaupt möglichst viele Ideen haben zu können, aus denen ich dann auswählen konnte, was für mich passend war. Ja, und ich glaube, das ist hier nochmal vielleicht auch in einer erweiterten Form, weil man ja gar nicht so sehr auf ein bestimmtes Fach, auf eine bestimmte Veranstaltung, wo man auch sozusagen über die Fachkulturen hinaus auch nochmal guckt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sozusagen dann die N von der G-Reihe quasi dahingehend entfernt gedacht werden muss. Aber es gibt ja sicherlich bestimmte Fachkulturen und Herangehensweisen, die wir gerade in der Lehrerbildung natürlich relativ leicht besprechen können, weil wir sozusagen in dem Studiengang und in unserer Perspektive aufs Gleiche abzielen, am Ende gut ausgebildete Lehrkräfte in die Schule zu bringen. Und da ist, glaube ich, so ein Format auch nochmal vielleicht etwas anders gelagert.
Was wäre denn eurer Ansicht nach eine, wenn ich jetzt nochmal die Idee von Nadine aufgreife, eine konstruktive Wendung dieser Idee weiterzumachen, es irgendwie zu kultivieren, hervorzubringen, dass wir vielleicht auf dem Weg eines Dialogs uns begeben, der nicht in 16 Minuten endet und dann auf YouTube retrospektiv nachvollzogen werden kann, sondern irgendwie konstruktiv weitergeführt. Auch dieser Begriff konstruktiv ist ja hier im Chat schon mehrfach genannt worden. Im Grunde habt ihr doch schon ein Format jetzt überlegt und gefunden, ne? Also dass man quasi ein Thema hat und dass man sich interdisziplinär und zwischen Studierenden und Lehrenden austauscht, wie man das jetzt übersetzt, dann mittelfristig so, dass auch mehr Leute mitdiskutieren können, wäre jetzt nochmal eine Frage. Man kann ja auch eine Diskussion, also sagen wir mal so eine Art Plenumsdiskussion voranschicken und dann irgendwie Beiträge aus dem Plenum oder so. Ich weiß nicht, ob man das auch online hinkriegt, muss man überlegen. Aber im Grunde ist das doch genau das, was die Idee hier war. Habt ihr doch jetzt schon an zwei Themen festgemacht. Und ich denke, dass das ja gar nicht jetzt daran geknüpft werden muss, dass wir gar nicht alle im Moment Präsenzlehre machen können, sondern dass das durchaus auch was sein kann, was sich weiterträgt. Und das finde ich immer das Schöne, wenn tatsächlich durch Corona-Umstände Dinge einfach auf die Tagesordnung kommen, die vielleicht sowieso schon angesagt waren, dass nämlich Studierende mit Lehrenden einfach in den Austausch kommen, in dieser Form. Und dann finde ich, kann ich dem durchaus sehr viel eben abgewinnen, dass das ja so ein bisschen vielleicht wie durch eine Lupe nochmal deutlicher gemacht wurde, wir brauchen da eigentlich noch was oder da gibt es ein schönes Format, was wir nutzen können, um mehr voneinander zu lernen und auch zu verstehen, was die eine Seite und die andere Seite bewegt. Und das würde ich jetzt gar nicht daran festmachen, ob wir jemals wieder auf den Campus dürfen in der altbewährten Form, wie wir das kannten, sondern kann mir das gut vorstellen, auch als etwas, was sich etabliert. Lisa und Nadine, wie schätzt ihr das ein? Ja, auch unabhängig davon, ob am Ende dann... Tut mir leid, Nadine, ein Living Document entsteht oder irgendwas Schriftliches entsteht, denke ich auch, dass dieser verbale Austausch, der dann ja noch irgendwie so ein bisschen flexibler ist und spontaner ist und irgendwie zu mehr Ideen wahrscheinlich dann auch im Endeffekt führen könnte, auf jeden Fall wichtig ist und beibehalten werden sollte. Wie man den dann gestaltet, ist dann ja nochmal eine andere Sache oder wie man da noch mehr unterschiedliche Leute mit einbeziehen kann von der Universität. Ich denke aber trotzdem, dass auch so eine Art Living Document, wie man das jetzt auch immer handhaben und benennen möchte, durchaus sinnvoll sein kann, um das quasi einmal für die breite Menge, die vielleicht nicht an diesen Gesprächen teilnimmt oder die sich auch nicht diese Gespräche nochmal retroperspektivisch angucken, trotzdem verfügbar macht. Also das halte ich schon für relativ wichtig, damit das auch wirklich in der Breite an der Universität gelebt werden kann und angenommen werden kann. Ja, und ich glaube, also wir nennen das Format ja nicht umsonst Online-Talk Lehrerbildung an der RUB. Ich glaube, dass wir wirklich in einer besonderen Situation sind und eine Chance auch haben, gerade diesen Perspektivwechsel viel stärker noch zu forcieren und über Fächerkulturen, aber auch, also nicht nur auf Seite der Lehrenden, sondern auch auf Seite der Studierenden. Ihr macht das sowieso, ihr seht, seid ja in den Seminaren, gerade in den Bildungswissenschaften, mit ganz vielen unterschiedlichen Fächern zusammen. Aber ich finde das sehr wichtig, das auch transparent zu machen, dass die Dinge aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet werden können oder auch unterschiedliche Herangehensweisen sind, die nicht irgendwie in die Kategorien besser, schlechter, passender, weniger passend einzusortieren sind, sondern einfach anders oder voneinander unterschieden oder zu unterscheiden sind. Im Chat schreibt ein Kollege,
Das hat ja auch was voneinander lernen, dass die so Formate ja auch nochmal irgendwie eine Rolle spielen. Also vertonte Vorlesungen mit synchronen Feedback oder Austauschgesprächen dazu, wo man also so im Prinzip Wissensvermittlung auslagert und das Sprechen über die Inhalte und vielleicht auch über die Form und was Studierende an Leistungen eingebracht haben, dann quasi in die synchronen Phasen verlagert. Das ist ja auch nochmal, wo man sich auch nochmal, sagen wir mal, sehr stark darüber Gedanken macht, was packe ich wohin? Es gibt nicht nur das eine und nicht nur das andere letztendlich. Außer der direkten Kommunikation, über die wir ja jetzt relativ viel gesprochen haben, die sich ja auch vor allem auf Feedback, den Abgaben gegenüber und auch dem Format irgendwie, was man sich dann für seine Veranstaltung wählt, gegenüber bezieht, ist es, denke ich, auch gerade für Studierende besonders wichtig, am Anfang einer Veranstaltung irgendwie einen klaren Leitfaden zu bekommen. Wie ist diese Veranstaltung aufgebaut? Ist das jetzt alles synchron, asynchron? Sind zwischendurch mal Sitzungen angedacht? Gibt es eine Sprechstunde? Gibt es Abgaben? Wann sind die zu erbringen? Wo sind die hochzuladen? Das ist ja leider nicht so wie in der Präsenzlehre, dass man weiß, dass ich am Ende der Veranstaltung dann meinem Dozenten mein Essay irgendwie auf den Tisch legen kann und damit habe ich das dann abgegeben, sondern ich muss mich erstmal durch den halben Moodle-Kurs wühlen und schauen, dass ich das dann auch in der richtigen Plattform irgendwie hochlade oder finde diese Plattform dann nicht, wo das hochzuladen ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Studierende, um sich auch einfach selber so ein bisschen besser sortieren zu können im Online-Semester. Gerade auch, was halt Abgaben angeht. Das betrifft, denke ich, auch besonders nochmal die Geisteswissenschaften, in denen ja sehr viel Text auch gerade jetzt im Online-Semester produziert wurde, dass da sowas irgendwie stattfindet. Und dann vielleicht, das wurde ja gerade auch im Chat schon so ein bisschen angebracht, dass man zum Anfang sich ein bisschen Zeit nimmt und eine Sitzung zum Thema Feedbackkultur oder generell allgemein Kommunikation in dem Seminar einberaumt und nochmal schaut, dass die Studierenden den Dozierenden vielleicht mal kennenlernen, wissen, wer dahinter steckt und dass da irgendwie Raum geschaffen wird für eine offene Feedbackkultur. Ja. Nadine, hast du gerade Luft geholt und ich habe dich unterbrochen? Nein, ne? Und du wolltest nichts sagen. Ja, das, also ich glaube, was nochmal so in die erste Phase unseres Gesprächs so verweist, wir haben natürlich wenig, also das, was du gerade sagtest, das ist vielleicht nochmal diese unterschiedlichen Ebenen von Feedback-Kultur, also einmal inhaltlicher Art auf Produkte von Studierenden auf wie auch immer dargeboten, mündlich, schriftlich, getanzt, gesungen einerseits und halt so spontane Reaktionen auch irgendwie, was also ich glaube, wenn man über Feedback-Kultur spricht, es hat beides miteinander zu tun, aber man muss sich, glaube ich, darüber Gedanken machen, dass es vielleicht auch von den Formaten nochmal unterschiedlich gelagert ist. Im Chat kamen ja auch nochmal so Hinweise in Richtung Audiodateien stärker zu forcieren, dass man aus dieser Schriftlichkeit wegkommt, dass es sozusagen auch nicht immer in dieses, es gilt das geschriebene Wort und man nagelt sich daran auch so fest, sondern dass auch so ein bisschen irgendwie das Spontanere, das Aber Audiodateien sind dann klassischer Frontalunterricht, wenn ich das didaktisch mal sagen darf. Ne? Ja, als Feedback, also sozusagen das Einzige. Okay, als Feedback, ja. Ja, okay. Ja, genau. Ja, nee, das Chat-Tools nutzen, um konzeptioneller mündlicher zu werden, schreibt hier jemand rein. Nutzt ihr Chat-Tools in euren Veranstaltungen, Kirsten und Katrin? Ich glaube nicht, nee. Also in den synchronen Varianten schon, dann sind das halt Zoom-Meetings auch, in denen der Chat genutzt werden kann. Und ansonsten gibt es halt im Moodle-Kurs, habe ich so ein Forum eingerichtet, was aber auch gar nicht so richtig so rege genutzt wird. Also, ja, ich hätte jetzt quasi eine Fülle von unterschiedlichen Funktionen in Moodle genutzt, aber das ist ja nicht im engeren Sinne immer als Feedback-Instrument, sondern als Arbeitsinstrument, dann auch zum Teil als
Feedback-Instrument genutzt. Nach 4 Wochen etwa habe ich mir Rückmeldungen erbeten, weil das ja für uns alle eine ganz komische Situation war. So, und dann kamen da ein paar Sachen, da kann man dann drauf reagieren, zum Beispiel, dass der Kurs ganz also aus deren Sicht war es eben nicht hinreichend übersichtlich, dann haben wir den nochmal umgestaltet. Solche Sachen, klar, das kann man, in dem Sinne kann man das schon nutzen, bloß ist dann auch alles immer zeitverzögert, ne? Und die Leute sind geoutet damit, das ist für mich nochmal eine spezielle Problematik, ehrlich gesagt, dieses ganzen Online-Semesters, da würde ich eigentlich gerne noch mal wann anders drüber diskutieren, weil mir das Unbehagen bereitet zum Teil. Na, also je nachdem, welche Tools man nutzt, ist ganz klar, wer was geschrieben hat. Bei einer Gruppenarbeit, die man im Seminar macht, ist das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, also die Teilnehmerinnen handeln das unter sich dann aus und mir bereitet das manchmal Unbehagen, dass man bei manchen Funktionen eben genau sieht, wer was, wann und so weiter. Obwohl es ja schon die Möglichkeit gibt, ich denke jetzt an das Tool, was ich einsetze, bevor ich die synchrone Sitzung mache, dann gibt es ein Tool zum Fragen stellen. Ja. Und da können die Studierenden tatsächlich selber entscheiden, ob die das anonym machen oder ob die sich mit ihrem Namen da eintragen. Und das wird beides genutzt. Also es gibt Studierende, die ihren Namen, also wo ich den Namen einfach dann sehen kann. Aber es gibt halt auch Studierende, wo einfach dann steht anonym drunter. Dann weiß ich halt nicht, wer es war. Und dann ist das halt auch in Ordnung, wenn die Frage einfach gestellt werden wollte, weil sie wichtig war, aber eben die Zuordnung nicht erfolgen sollte. Wenn ich da auch noch kurz einhaken darf. Im Chat wurde auch gesagt, dass außeruniversitäre Angebote genutzt werden, also viel häufiger genutzt werden wie Telegram oder WhatsApp-Gruppen, weil man da direkt dann nicht darauf schließen kann, wer was geschrieben hat. Das ist halt, für viele ist da der Moodle-Kurs halt praktisch, aber es werden halt eher unkritische Fragen gestellt. Ich finde das völlig in Ordnung. Es muss noch andere Kommunikationswege geben, die eben auch für uns dann nicht transparent sind. Ich finde auch gerade noch mal in Bezug auf Gruppenarbeiten jetzt im digitalen Semester, ist die Kommunikation auch einfach irgendwie schwierig unter Studierenden, sich da zu organisieren. Und deswegen wird, glaube ich, auch einfach, weil Moodle da nicht praktikabel genug ist, auf WhatsApp-Gruppen und sowas umgeschwenkt, weil die Kommunikation einfach 30 Schritte leichter ist als über dieses Moodle-Forum, über das man dann kommuniziert. Aber generell, um dann nochmal darauf zurückzukommen, was so Abgaben in Gruppen angeht, ja, ich persönlich finde auch, dass das im Online-Semester besonders schwierig ist, weil man manche Leute auch einfach gar nicht erreicht und wenn man diese Menschen nicht kennt, weiß man auch nicht, ob die überhaupt noch an der Veranstaltung teilnehmen oder ob man jetzt hier Leute zuspammt, die eigentlich da gar nichts mehr von wissen wollen und dann wartet man irgendwie, bekommt keine Antwort, steht vielleicht dann im Nachhinein alleine mit einer großen Abgabe da. Ich finde Gruppenarbeiten im Online-Semester sehr schwierig. Ich frage mich auch immer noch, wie das da mit der Benotung hinterher aussieht bei Veranstaltungen, die benotet werden und die Gruppenarbeiten nutzen. Es ist ziemlich schwierig. Das Einzige, was ich wirklich positiv finde, ist, dass man sich sehr, sehr einfach jetzt in Gruppen zusammensetzen kann. Dass, wenn die Arbeit einmal gestartet ist und dieses ganze kommunikative Chaos vorher aufgedeckt wurde, dann ist Gruppenarbeit sehr, sehr leicht im Online-Semester und sehr gut machbar. Aber da müssen irgendwie nochmal Plattformen geschaffen werden, Möglichkeiten geschaffen werden, um vorher besser zu kommunizieren. Ihr Lieben, ich hake mal ein. Wir haben noch 2 Minuten und ich freue mich sehr, dass wir hier so ein schönes, konstruktives, offenes und anregendes, nach vorne gerichtetes Gespräch haben. Ich würde gerne die Runde beenden, wie ich sie angefangen habe, indem ich euch wieder Satz anfange. Aber diesmal mache ich es euch leicht. Ich habe nur einen Satz vorformuliert. Achte aber darauf, dass keiner sich dazu hinreißen lässt, ich schließe mich meinen Vorrednerinnen an. Das gilt nicht. Katrin, mit dir fange ich an. Du hast es dahingehend vielleicht am leichtesten. Mit Blick auf die Feedback-Kultur sollten wir noch viel mehr im Voraus das einplanen und
vorausschauender direkt von oder vor Beginn der Veranstaltung tatsächlich das mitdenken. Nadine, mit Blick auf die Feedback-Kultur sollten wir? Auf jeden Fall Offenheit bewahren und uns auch dem Feedback der Studierenden und auch der Dozierenden annehmen. Kirsten. Im Gespräch mit den Studierenden nach sinnvollen Zeitpunkten und Wegen suchen, also Kommunikationswegen. Lisa. Vor allem die soziale Interaktion nochmal in dem Online-Semester fördern, damit einfach die Barrieren, Feedback zu geben und Feedback zu empfangen, gesenkt werden. Ja, vielen Dank. Keine Redundanzen, großartig. Das heißt aber auch, dass das Thema so vielfältig und vieldimensional ist. Euch allen nochmal ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir freuen uns sehr, dass das ja auch diese konstruktive Wendung so stark nochmal angenommen haben, hat das Gespräch und verstehen es auch in gewisser Weise als Aufforderung, weiterzumachen. Es liegen ja gute, sehr konkrete Vorschläge auf dem Tisch und ja, warum nicht anpacken, loslegen, und ich finde, es sind auch viele Themen für die nächsten Online-Talks mit aufgekommen. Ja, es ist eine spannende Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die hier dabei waren und den Online-Talk verfolgt haben, und allseits noch einen schönen Abend. Machen Sie es und macht ihr es gut.